was ich jetzt vergessen habe, was eigentlich der beste Punkt im ganzen Vertrag ist. Praktikanten dürfen nicht mehr ausgebeutet werden. Hallo, liebe Freunde der Füße. Wir haben einen neuen Heilmittelvertrag, der ab 01.01.2021 in Kraft tritt. Und hier in diesem Video machen wir mal einen Schnelldurchlauf, was sie geändert hat. In einem anderen Video habt ihr den Vertrag wirklich Schritt für Schritt, gehe ich den mit euch durch und hau natürlich meinen Senf auch drauf. Gut, dann fangen wir mal an, was sich denn wirklich geändert hat. Leistungsgrundlagen sind nach wie vor podologische Behandlung und sagen wir so, der Arzt verschreibt Hornhautabtragung, Nagelschnitt und podologische Komplexbehandlung nach wie vor. Wir selbst entscheiden dann, was wir abrechnen und was wir am Patienten machen. Zum Beispiel, Patient kriegt verordnet Nagelschnitt, das ist eine podologische Behandlung klein und wir rechnen auch die podologische Behandlung klein ab. Der Patient kriegt verschrieben eine Hornhautabtragung, dann rechnen wir ebenfalls podologische Behandlung klein ab. Kriegt der Patient podologische Komplexbehandlung verschrieben, dann rechne ich jetzt podologische Komplexbehandlung groß ab. Man könnte auch eine podologische Behandlung klein abrechnen, wenn man denn innerhalb von 21 Minuten fertig wird. Also das habe ich bei den wenigsten Patienten. Bei den meisten Patienten dauert es über 30 Minuten, bis dass man wirklich mit allem fertig ist. Und ich möchte meine Patienten auch noch adäquat weiter versorgen und auch qualitativ gut versorgen. Weil es bringt mir jetzt nichts, wenn ich jetzt da im 20-Minuten-Takt meine Patienten runterratter, nur damit, dass ich mehr Einnahmen habe. Also das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Paragraph 3, Grundsätze der Leistungserbringung. Da hat sie einiges geändert. Zum Beispiel, bei Tod des zugelassenen Leistungserbringers bleibt die Zulassung 6 Monate weiter bestehen. Sollte kein neuer Leistungserbringer benannt werden, dann verfällt die Zulassung. Der Tod des zugelassenen Leistungserbringers ist der Arbeitsgemeinschaft unverzüglich zu melden. Bis zur Dauer von 6 Monaten je Kalenderjahr kann man sich in der Praxis vertreten lassen durch einen anderen Podologen. Jeder von uns möchte natürlich einmal in Urlaub gehen. Man kann auch die Praxis für 8 Wochen pro Kalenderjahr schließen, ohne eine Vertretung. Was ich dann an diesem Vertrag eigentlich das Schönste finde, und ich bin sehr froh, dass das mit aufgenommen wurde, der Einsatz von Schülern und Schülerinnen, also von Praktikanten, die im Rahmen der Ausbildung ja das Praktikum machen müssen. Denn diese Schüler und Schülerinnen müssen durch den Leistungserbringer immer kontrolliert werden. Der Leistungserbringer ist verantwortlich für das, was die Schüler machen und je nachdem, was für einen Ausbildungsstand sie haben, sind sie auch qualifiziert dazu, auch irgendwann mal alleine zu arbeiten, aber das erst meiner Meinung nach im letzten Halbjahr der Ausbildung, früher schon mal nicht. Und ich habe auch schon gehört, dass Praxen ihre Praktikanten anstellen als Podologen oder als Fußpfleger. Nicer Fakt am Rande, stellt man einen Praktikanten als Fußpfleger ein, darf er keine Verordnungen abarbeiten. Würde jetzt der Praktikant nur fußpflegerische Tätigkeiten machen, wäre das ja nicht im Sinn der Ausbildung. Also schon mal 2 Minuspunkte, weil das eine geht vertraglich schon mal nicht und das andere bringt einfach nichts. Stellt man jetzt einen podologischen Schüler ein als Podologen, hat man einen Vertragsverstoß, weil nämlich der Schüler kein Podologe ist. Also da würde ich mir ganz, ganz genau überlegen, ob ich das überhaupt mache, weil in beiden Fällen hat man einen Vertragsverstoß und der wird ordentlich geahndet. Und ich bin ja immer dafür, also dass die Praktikanten immer
mitarbeiten. Ich handhabe es mit meinen Praktikanten immer so, dass die mit mir mitarbeiten. Ich zeige denen auch Techniken, wie sie am besten zu ihrem Ziel kommen und wie sie auch das qualitativ hochwertigste Ergebnis dann erreichen. Und ich bin echt froh drüber, dass das Schülerverharzen jetzt endlich mal Ende hat. Weil ich finde nichts Schlimmeres, wenn man den Schüler in ein Kämmerchen hockt, den zuballert mit Patienten und der kleine, arme Praktikant nicht einmal weiß, wie er mit dem Patienten oder was er da machen soll. Deswegen finde ich das sehr gut, dass das aufgenommen worden ist. Und ich finde es auch sehr gut, dass der Leistungserbringer das Ganze kontrollieren muss und er ist auch im vollen Umfang haftbar für das, was der Praktikant macht. Das finde ich auch sehr gut. So, nächster Paragraph. Bei den Hausbesuchen hat sich was geändert. Und zwar, manche Bundesländer haben ja ihren Heilmittelerbringern vorgeschrieben, wie viele Hausbesuche sie machen müssen. Das fällt jetzt weg. Was wir haben oder was im Vertrag auch festgehalten ist, dass 5 Kilometer im Umkreis Hausbesuche zu machen sind. Und jeder Podologe mit Kassenzulassung ist verpflichtet, Hausbesuche zu machen. So, die Bestätigung der Leistung, da hat sich auch was geändert. Es war ja immer so, dass der Versicherte selbst unterschreiben musste. Und wenn jetzt der Versicherte selbst es nicht kann, dann gibt es ja bei den Krankenkassen die sogenannten Zeichnungsberechtigten. Die haben dann dafür unterschreiben können. Und jetzt ist es so geregelt, dass auch Personal vom Altenheim unterschreiben kann, dass er gesetzlicher Vertreter unterschreiben kann und das Ganze müssen wir dann unterhalb der ganzen Leistungen dann zum Beispiel hinschreiben, Patient, also Behandlung 1, 2, 3 hat Patient selbst unterschrieben und Behandlung 4, 5, 6 hat zum Beispiel der Ehemann unterschrieben. Das müssen wir jetzt in Zukunft auch quittieren, also kenntlich machen das Ganze. Beginn der Behandlung, da haben Sie die Fristen ein bisschen verschoben. Es gibt nämlich eine neue Frist dabei, und zwar die Frist innerhalb des Entlassungsmanagements vom Krankenhaus. Da muss man den Patienten innerhalb von 7 Tagen dran nehmen. Ist ein schneller Behandlungsbedarf notwendig, hat man innerhalb von 14 Tagen und die Rezepte sind nach wie vor 28 Kalendertage gültig nach Ausstellungsdatum. Da hat sich nichts geändert. Durchführung, Beendigung der Behandlung. Wir haben ja immer das Kästchen drauf, Abweichung der Frequenz. Das kann jetzt 2 Tage drunter oder drüber sein. Also wenn man jetzt da 6 bis 8 Wochen hat, dann müsste man theoretisch den Punkt 6 Wochen wieder einbestellen. Ja, das finde ich etwas fragwürdig, weil manche Patienten sind berufstätig und manche haben Schichtarbeit und die können halt nicht Punkt 6 Wochen wieder da sein. Da dauert es manchmal 1 Woche länger. Also die 2 Tage, was man da drunter und drüber sein kann, also das finde ich etwas ja, bedenklich. Auch kaum umzusetzen, muss ich ja ehrlich sagen. Die gesetzliche Zuzahlung nach wie vor 10% mit 10 Euro für den Zettel. Ich kenne auch die Diskussionen, dass die gesetzliche Zuzahlung manche als Eintreiber für die Krankenkasse betiteln, was aber nicht wirklich stimmt, weil der Patient bezahlt uns ja die 10%. Klar, die Krankenkasse nimmt es uns hinterher wieder weg, weil es ja schon bezahlt worden ist. Also ich sehe das eher als Vorschuss meiner Leistung. Paragraph 9, Wahl des Leistungserbringers. Also dieser Paragraph finde ich nach wie vor seltsam. Man darf nicht damit werben, dass man Krankenkassen zugelassen ist, aber man darf hinschreiben, dass man eine zugelassene Praxis hat. Das Ganze ist etwas verwirrend nach wie vor. Der Patient darf nicht beeinflusst werden, dass er zu uns kommt und der Patient muss die freie Wahl haben und die Krankenkasse gibt uns auch gerne, gibt ihm auch gerne die Adressen von uns. Ja, ist alles nichts einzuwenden, aber wir sind ja angehalten oder wir müssen auch im Netzwerk arbeiten, um unsere Arbeit qualitativ gut hinzukriegen. Weil manchmal haben wir Patienten,
die was halt durch einen Arzt nochmal versorgt werden müssen. Und wenn jetzt der Patient vom Arzt XY und der hat zufällig jetzt da nebenbei eine podologische Praxis, dann darf der Arzt nicht sagen, geh doch zu der Podologin nebenan, die macht das ganz toll. Nein, das darf der Arzt nicht und ich darf auch nicht sagen, geh zu dem und dem Doktor, weil der ist toll. Ja, damit ist Netzwerkarbeit sogleich unterbunden. Finde ich blöd, aber naja. Paragraph 10, Datenschutz. Der Datenschutz hat sich ja mit der neuen Datenschutzrichtlinie, der DSGVO, ja sowieso geändert. Und wir müssen das ja sowieso schon seit einem Jahr, zwei Jahren mitmachen. Paragraph 11, die Zulassung. Die Zulassung betrifft ja alle Praxen, die ab 1.1. neu zugelassen werden. Die müssen rollstuhlgerecht sein, die müssen die nötige Inventar haben. Die Deckenhöhe ist angepasst worden auf 2,40 Meter. Und es kann auch unterschritten werden, wenn jetzt da irgendein Altbau ist. Ja, find einmal einen Praxisraum, der 2,40 Meter hat, rollstuhlgerecht ist, die Größe noch hat. Ach ja, der Behandlungsraum muss in Zukunft 8 Quadratmeter sein, nicht 7 Quadratmeter, so wie es jetzt immer war. Ja, da musst du eigentlich schon fast neu bauen, damit du die ganzen Zulassungsbestimmungen dann hinkriegst. Ja, die organisatorischen Anforderungen an die Heilmittelpraxis, da hat sich nicht viel geändert. Wir müssen nach wie vor dokumentieren und Behandlungsverlauf und Therapieplanung machen. Es hat sich nicht viel geändert. Barrierefreiheit, habe ich gerade gesagt, vor der Zulassung. Das Ganze muss barrierefrei sein in Zukunft. Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Alle, die in der podologischen Praxis Leistungen erbringen, müssen die ganzen Hygienemaßnahmen mittragen und auch die Kurse dafür haben. Was ich hier ein bisschen ankreide, ist, dass die Büromitarbeiter keinen Aufbereitungskurs oder Hygienekurs brauchen. Und ich habe schon oft genug gehört, dass Büromitarbeiter neben ihrem Bürojob auch noch die ganze Aufbereitung machen und das ohne Kurs. Das finde ich gehört unterbunden. So, Paragraph 15, die Wirtschaftlichkeit, Leistungserbringer und die Prüfungen. Ja, wir müssen natürlich wirtschaftlich arbeiten, ist klar. Wenn wir nicht wirtschaftlich arbeiten, dann können wir uns eh klar die Kante geben, weil irgendwie muss ja unsere Praxis auch überleben. Die Prüfungen. Die Krankenkasse kann uns überprüfen, müssen aber 14 Tage vorher Bescheid geben, dass sie kommen und was sie brauchen. Und wenn wir überprüft werden, dürfen wir nicht sagen, dass wir überprüft worden sind. Wenn das unterliegt der Schweigepflicht. Finde ich auch sehr interessant. Paragraph 16, die Vergütung. Die Vergütung ist in einer extra Anlage geregelt. Wir haben ja ab 1.1. neue Heilmittelverordnungen 13 und die wieder konform ausfüllen zu lassen und ausgefüllt zu bekommen und wir selbst müssen sie ausfüllen. Das machen wir in einem anderen Video, weil das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Paragraph 17, Verwendung des Institutionskennzeichen. Jeder, der eine podologische Praxis hat und mit der Krankenkasse abrechnen möchte, muss eine IK-Nummer haben. Diese IK-Nummer ist bei der AGIK zu beantragen. Hat man eine fehlerhafte IK, eine nicht registrierte IK oder eine gar keine IK, dann kann man keine Verordnungen abrechnen. Paragraph 18, die Abrechnungsregeln. Die Abrechnungsregeln, es haben sich über Zeiten geändert. Wenn der Patient nach der letzten Behandlung 12 Wochen nicht mehr kommt, ist diese Verordnung ungültig. Und diese Verordnung kann auch nicht mehr abgerechnet werden. Das heißt, ihr müsstet spätestens noch 9 Wochen gucken, ob der Patient da war und dann die Verordnung abbrechen. Denn bis die 12 Wochen um sind, musste diese Verordnung schon längst bei der Krankenkasse sein. Also, ja. Des Weiteren, wenn ihr eine Verordnung fertig abgearbeitet habt, dann könnt ihr sie bis zu 9 Monate lang einreichen. Ja. Das würde jetzt da keinen empfehlen, dass er seine Verordnung 9 Monate liegen lässt, weil das sind 9 Monate totes Kapital. Und keine Praxis und keiner, der was wirtschaftlich denkt,
lässt sein Kapital 9 Monate blöd rumliegen. Ja, und das Ganze geht auch andersrum. Das heißt, wenn die Krankenkasse euch einen Regress oder euch eine Absetzung andichtet oder angedeihen lässt, dann kann die das auch nur 9 Monate rückwirkend machen. Alles, was länger als 9 Monate rückwirkend ist, ist verjährt. Und dagegen könnt ihr auch vorgehen. Das heißt, wenn die Krankenkasse vor 10 Monaten eine Rechnung beanstandet, dann könnt ihr sagen, das ist unsachgemäß, das Ganze, und könnt das Ganze zurückgeben. Am besten dann den Verband oder irgendwen, der was sich damit auskennt, dann euch beiholen. Die ganzen Verordnungen müssen ja in digitaler Form und maschinell einlesbar aus der Krankenkasse übermittelt werden. Ja, ich habe ein Abrechenzentrum, was das Ganze für mich macht. Damit habe ich nichts am Hut. Paragraph 19, Vertragsverstöße. Also wenn der Vertrag nicht Erfüllung von personellen, räumlichen, sachlichen, organisatorischen Voraussetzungen, Abrechnung nicht erbrachter Leistungen, nicht fristgerechte Beseitigung von Beanstandungen und Erhebung von Zahlungen der Versicherten, die über die gesetzlichen Zahlungen hinausgehen. Private Zusatzleistungen bleiben hiervon unberührt, solange sie nicht Bedingungen für Leistungen aus diesem Vertrag sind. Wenn ihr gegen diese Vertragsmaßnahmen verstoßt, kann euch die Krankenkasse schriftlich verwarnen. Ihr könnt eine Abmahnung kriegen mit Fristen, die ihr einhalten müsst, um das Ganze zu verbessern. Und bei wiederholtem Verstoß kann auch die Krankenkasse euch die Zulassung entziehen. Und ihr müsst 5% des Vorjahresumsatzes blechen, wenn ein Verstoß kommt mit einer erbrachten Leistung, dann kann 10% des Kürzungsbeitrags bei einmaligen Verstößen einbehalten werden. Bei mehrmaligen Verstößen werden 20% des Kürzungsbeitrages eingehalten. Das heißt, ihr habt zum Beispiel einen Patienten, der was einfach so unterschrieben hat, ohne die Leistung zu erhalten, und die Krankenkasse kommt euch drauf, dann könnt ihr von dieser Leistung 10% wieder der Krankenkasse zurückzahlen. Und wenn sie das oft genug macht, dann 20% zurückzahlen. Also sowas würde ich sowieso keinen empfehlen. Paragraph 20, Regeln zur IT-gestützten Verfahren. Wenn jetzt da irgendwer Beanstandungen hat oder sie die alle Leistungserbringer, Krankenkassen und Vertreter darüber einigen, kann der Vertrag auch abweichend digital ausgestaltet werden. Ist mir nicht ganz klar, was das Ganze heißen soll, aber bitte. Paragraph 21, Inkrafttreten und Beendigung des Vertrages. Der Vertrag ist ab 01.01.2021 gültig auf unbefristete Zeit. Wenn jetzt da natürlich schwerwiegende Sachen auftreten, dass der Vertrag irgendwie große Lücken hat, dann kann man den Vertrag frühestens im September 2022 kündigen. Weil 3 Monate später ist dann Schluss, also am 31.12.2022. Natürlich müssen dann die Vertragspartner die Krankenkasse darüber informieren und auch die Schiedsstelle. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin im Großen und Ganzen mit dem Vertrag eigentlich zufrieden. Das war jetzt im Kurzen und Knappen, was im Vertrag sich so grob geändert hat. Die Anlagen sind nochmal in extra Videos, die habe ich jetzt hier bei dem Kurzdurchlauf nicht mit aufgenommen, weil das wäre jetzt da einfach zu viel des Guten. Ja, hat euch dieses Video gefallen, lasst mir einen Daumen hoch und hier abonnieren nicht vergessen, und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, eure Andrea. Tschüss.